Ja, schönen guten Abend auch von mir. Vielen Dank, Herr Oberle, dass ich hier im Rahmen des Projekts Share Peace, Frieden vervielfältigen, ein Webinar über die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Migration geben darf. Mein Name ist Mechthild Becker und ich arbeite im EPIC-Projekt des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. EPIC steht für East Africa, Peru, India Climate Capacities und wir wollen gemeinsam mit unseren Projektpartnern in Indien, in Peru und in Tansania dazu beitragen, dass die Länder sich besser an den Klimawandel anpassen können und Migration ist eines unserer Schwerpunkte im Projekt. Das PIC, das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, wurde 1992 gegründet. Und wir untersuchen Fragestellen in den Bereichen globaler Wandel, Klimawirkung, nachhaltige Entwicklung, arbeiten dabei interdisziplinär und wollen durch unsere Forschung Grundlagen für Entscheidungsprozesse schaffen und sind hier auch beratend tätig. Kurz zu mir, ich habe Politikmanagement und Modern Indian Studies studiert. Wie bin ich also zu Klimafolgenforschung gekommen? Ich habe während eines Auslandssemesters in Indien angefangen, mich für das Thema Klimawandel zu interessieren, weil die Monsunsaison damals sehr extrem war und ich habe mich gefragt, wie der Klimawandel Indiens Entwicklung beeinflussen wird, vor allem auch in den Bereichen Human Development. Ganz konkret wird der Klimawandel positive Entwicklungen zunichte machen und die Frage hat mich auch einfach nicht mehr losgelassen. Nun zum Webinar mit dem Titel Klimawandel und Migration, Einstieg in ein komplexes Themenfeld. Ich habe mich sehr bewusst für diesen doch eher sachlichen Titel entschieden. Zum einen handelt es sich hier tatsächlich um ein Thema, bei dem die Zusammenhänge deutlich komplexer sind, als man annehmen könnte. Vor allem aber ist es ein Thema, das sehr kontrovers diskutiert wird. Das gilt natürlich für den wissenschaftlichen Diskurs. Aber das gilt noch viel mehr noch für die öffentliche Debatte, wie Sie sicher wissen. Und deswegen finde ich das umso wichtiger, dass man dem Thema mit Sachlichkeit und auch Fakten begegnet. Wie Herr Oberle schon erwähnt hat, habe ich mit ihm besprochen, dass die Verständnisfragen gerne zwischendurch stellen dürfen. Ansonsten würde ich Sie bitten, dass wir uns im Anschluss an die Präsentation austauschen. Hier kurz ein Überblick, was ich vorhabe in den kommenden 30 Minuten. Eine Einleitung, dann will ich ganz konkret auf die Zusammenhänge zwischen Klimawandel und Migration eingehen und am Ende noch eine Zusammenfassung und einen Ausblick geben. Um in das Thema einzusteigen, habe ich Ihnen hier ein paar Schlagzeilen rausgesucht. Sowohl Klimawandel als auch Migration sind Themen, die jeweils für sich schon für viel Diskussionsstoff sorgen. Also das ist immer wichtig, sich das klar zu machen. Das sind beides Themen, mit denen sich alarmierende Schlagzeilen produzieren lassen und mit denen sich Ängste schüren lassen. Und wenn man die Themen zusammen betrachtet, wird es nicht wirklich besser. Zum Thema Migration können Sie sich sicherlich noch gut erinnern, zu welchen Diskussionen das Thema Migration in unserem Land 2015, 2016 geführt hat im Rahmen der sogenannten Flüchtlingskrise, also als viele Menschen hier ankamen, um Schutz zu suchen. Die erste Schlagzeile ist Climate Change will create world's biggest refugee crisis, ist aus dem Guardian. Und die Überschrift befasst sich, also in dem Artikel geht es um eine Studie der Environmental Peace Foundation. Und diese befasst sich mit den Sicherheitsrisiken von Klimawandel. Und hier würde ich gerne auch nochmal auf die Aufzeichnung des Webinars von Herrn Proschka aufmerksam machen, der am 14. Mai über Klimawandel, Katastrophen, Konflikte und Kooperation referiert hat. Und ich denke, dass diese Vorträge sich ganz gut ergänzen. Unabhängig davon ist Klimawandel und Konflikt auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Die zweite Schlagzeile ist The World Ready for Climate Migrants. Das ist die Überschrift eines Kommentars aus einer Zeitung aus Singapur. Und in dem Kommentar geht ein Arzt auf den fehlenden Schutzstatus ein von Menschen, die auf der Flucht vor dem Klima sind. Und ich würde sagen, nein, die Weltgemeinschaft ist nicht bereit, auch wenn das Thema immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Aber dem Klimawandel ist es leider relativ egal, ob wir bereit sind oder ob wir Möglichkeiten schaffen, wie wir Menschen schützen können. Er schreitet voran und aufgrund dieses Voranschreitens besteht beim Thema Klimamigration definitiv ein gewisser Handlungsdruck. Zuletzt noch eine Überschrift aus der Frankfurter Rundschau. Studie zum Klimawandel, Hitze als Gefahr für Milliarden von Menschen.
Und in dem Artikel geht es um eine Studie aus der renommierten Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Und darin oder in der Studie und auch in dem Artikel wird beschrieben, dass der Klimawandel ein Fünftel der Erdoberfläche unbewohnbar machen könnte. Und in diesem Fünftel der Erdoberfläche wohnen circa ein Drittel der Weltbevölkerung. Das bedeutet, dass es bei den für die Studie zugrunde gelegten Szenarien dazu kommen kann, dass dort im Jahresdurchschnitt Temperaturen von mehr als 29 Grad herrschen können, also wohlgemerkt im Jahresdurchschnitt. Und dazu muss man einfach wissen, dass es physische Grenzen der Anpassung gibt. Und da wird auch ganz konkret genannt, dass die Gesellschaften in solchen Gebieten Probleme hätten, mit neuen Pandemien umzugehen. Genau, so viel zum Einstieg. Jetzt eine kurze Herausforderung. Um eine gemeinsame Ausgangsbasis für das Webinar zu schaffen, wollte ich Ihnen auch noch ein paar Punkte zum Klimawandel mitgeben. Versuche mich aber kurz zu halten. Deshalb Klimawandel in 10 Wörtern. Das ist von Toni Lazarowicz, einem Experten in Klimakommunikation. Also Klimawandel in 10 Wörtern. It's real. Das Klima wandelt sich und wir können die Folgen weltweit spüren. Die globale Durchschnittstemperatur ist im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter um ungefähr 1,1 Grad gestiegen, laut der Weltwetterorganisation. Und der zweite Punkt ist us. Nun hat sich das Klima schon immer gewandelt und es ist auch bei Leugnen des Klimawandels ein gerne benutztes Argument, Leugnen des menschengemachten Klimawandels, aber it's us. Wir sind schuld. It's bad. Da gibt es dann auch schon wenig schön zu reden. In Deutschland zum Beispiel fallen 9 der 10 heißesten Jahre seit der Wetteraufzeichnung in die letzte Dekade, also zwischen 2010 und 2019. Und die Weltwetterorganisation warnt gegenwärtig vor einem möglichen Hitzesommer und dass die Corona-Pandemie hier Schutzmaßnahmen erschweren wird. Experts agree. Bei kaum einem Thema herrscht wohl so viel Konsens in der Wissenschaft darüber, wie bei der Tatsache, dass maßgeblich der Mensch den Klimawandel verursacht hat. Das bedeutet natürlich nicht, dass nicht diskutiert wird oder dass nicht lebhaft diskutiert wird. Ganz im Gegenteil, Wissenschaft lebt vom Austausch und von Kontroverse, von These und Antithese. Und das erleben wir alle gerade lebhaft mit bei der öffentlichen Diskussion in der Corona-Krise. Und Wissenschaft ist ein Prozess. Und weil das Klimasystem komplex ist und viele Faktoren eine Rolle spielen und der Klimawandel auch so große Auswirkungen auf das Zusammenleben auf unserer Erde hat und haben wird, ist es natürlich umso wichtiger, dass man ständig den gegenwärtigen Stand der Forschung hinterfragt. Jetzt zum Schluss die wichtigste Botschaft vielleicht, there is hope. Momentan könnte man wahrscheinlich doch eher sagen, wir fahren ungebremst gegen eine Wand, egal welche Metapher man benutzt. Wir müssen Maßnahmen ergreifen, aber wir können was erreichen, wenn wir sie ergreifen. Wir haben hier ein Zeitfenster, das wir nutzen müssen. Wir haben aber nicht mehr viel Zeit, um zu verhindern, dass unsere Erde in eine Heißzeit kommt. Und ich würde sagen, wir brauchen eine radikale Neuausrichtung der Weltwirtschaft weg von fossilen Brennstoffen. Ziel muss sein, bis spätestens Mitte des Jahrhunderts klimaneutral zu werden. Und wie Sie sicher wissen, haben die Staaten im Paris Agreement sich das Ziel gesetzt, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu begrenzen. So, also Klimawandel in 10 Wörtern. It's real, it's us, it's bad. Experts agree, there is hope. Nun auch noch ein paar Fakten über Flucht und Migration. Ende 2018 waren weltweit erstmals mehr als 70 Millionen Menschen auf der Flucht. Und was ich daran besonders erschreckend finde, ist, dass jeder zweite von denen jünger als 18 Jahre war. Also unter den Menschen, die aufgrund von Verfolgung, Konflikt oder Menschenrechtsverletzungen gezwungen waren, ihre Heimat zu lassen, sind mehr als die Hälfte Kinder und Jugendliche. Von diesen 70 Millionen waren 41,3 Millionen Binnenvertriebene. Was heißt das? Sie sind sozusagen innerhalb der Grenzen ihres Heimatlands vertrieben worden.
Und von denjenigen, die Grenzen überschritten hatten, lebten 80% in einem Nachbarland, in einem direkten Nachbarstaat. Und das ist auch immer wichtig, sich klarzumachen, es sind zum größten Teil Nachbarländer, oft Entwicklungsländer, die Flüchtlinge aufnehmen. Gutes Beispiel davon ist der Libanon. In dem kleinen Land mit ungefähr 6 Millionen Einwohnern ist geschätzt jeder vierte ein Flüchtling. Positive Entwicklungen gibt es. Nach langen Diskussionen, die Sie sicherlich auch mitbekommen haben, haben wir einen globalen Pakt für Migration und einen globalen Pakt für Flüchtlinge. Wie kann man als Antwort der Weltgemeinschaft verstehen, um besser auf Flucht- und Migrationsbewegungen reagieren zu können? Sie sind aber nicht bindend. Trotzdem ist es ein Fortschritt, denn in ihnen werden auch die Folgen des Klimawandels thematisiert. Und was mir auch noch ganz wichtig ist zu sagen, Migration ist nicht schlecht oder gut per se. Die öffentliche Wahrnehmung von Migration dreht sich nicht nur hierzulande vor allem um Herausforderungen für die Gesellschaft, also die Aufnahmegesellschaft und die Wirtschaft. Und es wird auch viel vermischt in der Debatte, alarmistisch debattiert. Aber Migration ist nicht schlecht oder gut per se. Ganz im Gegenteil, mit Migration sind Chancen verbunden. Allerdings natürlich auch nur, wenn die Voraussetzungen stimmen. Und das ist bei Klimaflucht oft nicht der Fall. Noch, jetzt muss ich Ihnen hier ein etwas komplexes Schaubild zumuten. Was mir hier wichtig ist oder was man an dieser Grafik gut zeigen kann, ist, dass Migration in der Regel ein multikausales Phänomen ist. Was heißt das? Entscheidend ist hier dieses Fünfeck. Mehrere Faktoren entscheiden, die beeinflussen die Entscheidung zu gehen oder eben auch zu bleiben. Hier sind soziale Gründe aufgeführt, politische, ökonomische, demografische, aber eben auch umweltbezogene. Und Klimawandel und Umweltveränderungen können all diese Faktoren beeinflussen. Migration ist folglich ein komplexes Phänomen. Es ist ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren. Und man muss einfach sagen, die Ursachen und Motive kann man im Grunde nicht isoliert betrachten. Und das gilt dann natürlich auch für Klima- und Umweltveränderungen. Und deswegen haben wir hier auch eine schwierige Datenlage. So, jetzt war das ganz schön viel zum Einstieg. Ich hoffe, es wird jetzt ein bisschen konkreter. Ich habe hier ein längeres englischsprachiges Zitat für Sie. Es stammt aus dem ersten Sachstandsbericht des Weltklimarates und leider liegt dafür keine deutsche Übersetzung vor. Ich habe mich dennoch entschieden, es zu nehmen. Ich denke, wir kommen das gemeinsam hin. Ich lese es jetzt einmal im Gesamten vor und dann übersetze ich die Teile und erkläre, warum ich das Zitat interessant finde und was da alles drin steckt. The gravest effect of climate change may be those on human migration, as millions are displaced by shoreline erosion, coastal flooding and severe drought. Many areas to which they flee are likely to have insufficient health and other support services to accommodate the new arrivals. Epidemics may sweep through refugee camps and settlements, spilling over into surrounding communities. In addition, resettlement often causes psychological and social strains, and this may affect health and welfare of displaced populations. Wichtig ist daran, dass man erkennt, dass bereits vor 3 Jahrzehnten der Zusammenhang zwischen Klimawandel und Migration als ein wichtiger Aspekt der Klimafolgenforschung gesehen worden ist. Es wird sogar vom gravest Effekt gesprochen, also die schwerwiegendsten Auswirkungen des Klimawandels, möglicherweise die auf menschliche Migration. Und Millionen Menschen könnten durch Küstenerosion oder Überschwemmungen gezwungen sein, ihre Heimat zu verlassen. Die Gebiete, in die sie fliehen, verfügen wahrscheinlich nicht über ausreichende Gesundheitsversorgung. Wir haben ja gerade gelernt, dass es oft eben Nachbarländer sind und damit eben auch vielleicht Entwicklungsländer. Und was ich auch hier sehr interessant finde, dass hier ganz konkret von Epidemien gesprochen wird, also Epidemics may sweep through refugee camps. Im Fall des Coronavirus ist es sicherlich so, dass die Pandemie in die Flüchtlingslager hineingetragen wird und dort zusätzlich die Gesundheit der Menschen auf der Flucht gefährdet. Und ich denke, das bräuchte auch noch mehr mediale Aufmerksamkeit. Was auch daraus deutlich wird,
dass klimawandelbedingte Migration wie jede andere Form der Migration auch Auswirkungen hat auf die Länder und Regionen, die Flüchtlinge aufnehmen und dass das auch Ängste auslöst. Und das ist auch immer wichtig, das zu bedenken, auch in der Kommunikation, sonst kann da einfach ganz schnell eine Stimmung kippen. Klimawandelbedingte Migration wird auch oft als Gefahr und Sicherheitsrisiko angesehen. Also die Gegenden, in die sie ankommen, haben wahrscheinlich nicht genügend Strukturen, die Flüchtlinge aufzunehmen oder nicht ausreichende. Zuletzt finde ich hier auch noch spannend, dass Folgen für die psychische Gesundheit genannt werden. Und das ist auch ein Aspekt, der in unserer Forschung oft auftaucht, selbst wenn wir nicht explizit danach fragen. Und es ist ja eigentlich ganz klar, dass die Tatsache, dass man gezwungen ist, sein Zuhause zu verlassen, traumatisch sein kann. Also in diesem 30 Jahre alten, doch etwas längeren englischsprachigen Zitat steckt wirklich viel drin, mit dem wir uns heute auseinandersetzen, auch wie verschiedene Aspekte ineinander greifen, also Flucht vor dem Klima und Gesundheit zum Beispiel. Leider hat die Forschung zu dem Thema allerdings erst so richtig in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen und das erklärt teilweise, warum wir heute auch noch viele Forschungslücken haben. Jetzt ein Schaubild, kein Text. Ich habe jetzt ja schon einiges gesagt über den Zusammenhang von Klimawandel und Migration und ich hoffe, dass das anhand dieses Schaubildes noch einmal deutlicher wird. Wenn man sich mit dem Thema befasst, ist es hilfreich, sich die Unterschiede zwischen schleichenden Veränderungen des Klimawandels und Extremwetterereignissen klarzumachen. Klimawandel beeinflusst Migrationsbewegungen, aber das ist jetzt leider keinesfalls so, dass ich jetzt hier einen Pfeil vom Klimawandel zur Migration gehen könnte. Nein, wir müssen Umwege machen. Was wir wissen, ist, dass der Klimawandel eben zu diesen schleichenden Veränderungen führt, also zum Beispiel zu steigenden Temperaturen oder dem Anstieg des Meeresspiegels. Und hier können wir einen kausalen Zusammenhang herstellen. Die wissenschaftlichen Erkenntnisse sind eindeutig, dass der menschengemachte Klimawandel zu steigenden Temperaturen führt. Allerdings sind das ja langsame Prozesse, also schleichende Veränderungen. Und deswegen können wir hier keinen direkten Zusammenhang zur Migration herstellen. Ob und wann ein Individuum oder eine Gruppe geht, kann viele Gründe haben, wie wir schon wissen jetzt. Und wichtig ist, dass sich einige trotz aller Widrigkeiten auch dafür entscheiden zu bleiben. Wir wissen auch, dass Migration Ressourcen benötigt und Menschen gehen auch in diesen langsamen Prozessen, wenn sie denken, sie müssen gehen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Also es ist schwierig, solche Bewegungen zu verfolgen und zu sagen, ob das Klima der vorherrschende Treiber war. Ganz anders ist es oder andersherum ist es bei den Extremwetterereignissen. Also wenn jetzt dieser Zusammenhang hier, also wenn ein Extremwetterereignis stattfindet, zum Beispiel ein tropischer Wirbelsturm, wissen wir, dass die Menschen aufgrund dieses Wirbelsturms gezwungen sind, zu fliehen. Wir können jedoch keinen kausalen Zusammenhang zwischen dem Klimawandel und dem Extremwetterereignis, das wäre hier, herstellen. Und wir können also nicht sagen, dass der Klimawandel für diesen einen tropischen Wirbelsturm verantwortlich ist. Man kann zusammenfassend sagen, dass der Klimawandel Wetterextreme beeinflusst, sie häufiger und intensiver macht, aber man muss da tatsächlich bei jedem Phänomen sehr genau hinschauen. Es handelt sich hier natürlich nur um eine vereinfachende Darstellung komplexer Phänomene, aber diese Grundunterscheidung zwischen schleichenden Veränderungen und Extremwetterereignissen und wie diese sich auf Migration auswirken, ist einfach sehr, sehr hilfreich, um dieses komplexe Thema zu veranschaulichen. Nochmal ein bisschen mehr zu schleichenden Veränderungen und Migration, also diese schleichenden Veränderungen, im Englischen sagen wir Slow Onset Events, zum Beispiel der Temperaturanstieg, den ich schon benannt habe, der Anstieg des Meeresspiegels, die Versauerung der Meere, die Gletscherschmelze und die Folgen, die sich daraus ergeben, die Versalzung von Böden, die Degradierung von Land und Wäldern, der Verlust der Artenvielfalt oder die Ausbreitung von Wüsten. Ich wollte hier einen Aspekt hervorheben,
nämlich noch hervorheben, nämlich den Einfluss schleichender Veränderungen auf kleinbäuerliche Wirtschaft, auf Subsistenzwirtschaft. Als Beispiele habe ich hier Wasserknappheit, Bodendegradierung und der Verlust von Ackerfläche und Fischgründen genannt. Und das führt natürlich zu Ernteausfällen. Hier werden Existenzgrundlagen zerstört und Menschen geraten unverschuldet in Notlagen. Und Migration kann eine Strategie dagegen sein, den Lebensunterhalt zu diversifizieren. Diese Migration kann von kurzer Dauer sein, sie kann immer wieder sein, also zyklisch. Sie kann saisonal sein oder sie kann auch permanent sein. Und das ist tatsächlich oft sehr hilfreich, dass Menschen ihre Lebensgrundlagen verbessern, denn wir wissen, dass die Geldüberweisungen aus dem Ausland an die daheimgebliebene Familie oft eine wichtige Rolle spielen für das Einkommen von Familien. Hier nochmal ein Schaubild, auch wenn ich bisher hoffentlich verdeutlichen konnte, dass die Datenlage wirklich schwierig ist, weil es diese einfachen, unmittelbaren Wirkungszusammenhänge zwischen dem Klimawandel und der Migration nicht gibt, gibt es natürlich Schätzungen. Manche davon sind valider, manche weniger valider. Ich würde Sie wirklich bitten, Zahlen mit Vorsicht zu betrachten. Und es ist aber natürlich klar, dass Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger Zahlen brauchen, um planen zu können. Und die Medien haben sie natürlich auch ganz gerne. Was Sie hier sehen, ist eine Grafik aus dem Groundswell-Bericht von 2018. Und für diejenigen von Ihnen, die sich näher mit der Thematik auseinandersetzen wollen, nochmal, es ist wirklich eine empfohlene Lektüre. Und in dem Bericht steht, dass bis 2050 allein in Afrika südlich der Sahara, in Südasien und in Lateinamerika, also die Gebiete, die Sie hier eingefärbt sehen, etwas mehr als 143 Millionen Menschen gezwungen sein könnten, innerhalb ihrer Länder zu migrieren. Also es geht wieder um Binnenvertriebene hier und die den schleichenden Veränderungen des Klimawandels entkommen wollen. Aber das ist nur der Fall, wenn wir keine konkreten Klima- und Entwicklungsmaßnahmen machen. Also was hier auch deutlich wird, es werden verschiedene Szenarien aufgeführt, ein pessimistisches, ein more inclusive development Szenario und ein more climate friendly Szenario. Also es ist abhängig von uns und der weiteren Entwicklung, wie viele Menschen gezwungen sein werden, ihre Heimat zu lassen, welche Maßnahmen wir auf der internationalen Ebene zur Stabilisierung des Klimas ergreifen, welchen Entwicklungspfad wir nehmen, aber auch Anpassungsmaßnahmen in diesen Ländern, also welche Bleibeperspektive haben Menschen. Nachdem ich jetzt vor allem über schleichende Veränderungen gesprochen habe, würde ich auch gerne noch mal etwas zu Extremwetterereignissen sagen. Da haben wir nämlich Zahlen und was Sie hier sehen, ist eine Übersicht über neue Binnenvertreibungen im Jahr 2019 des Internal Displacement Monitoring Center. Also es geht um Menschen, die innerhalb ihrer Länder geflohen sind, aufgeteilt nach Konflikt und Katastrophe. Auf der rechten Seite sehen Sie, dass von 33,4 Millionen insgesamt Neuvertriebenen 2019 23,9, das wäre jetzt hier, weather-related, also wetterbedingt waren. Nur um es noch einmal ins Gedächtnis zu rufen, wir können dem Klimawandel kein einzelnes extremes Wetterereignis zuschreiben. Was man hier aber sieht, ist das Gefahrenpotenzial, da der Klimawandel die Häufigkeit und Intensität extremer Ereignisse beeinflusst. Wetterextreme zeigen die zerstörerische Kraft des Klimawandels. Wir haben ja immer diese Bilder vor Augen, wenn ein tropischer Wirbelsturm ganze Inseln zerstört oder Küstenstreifen. Und das richtet natürlich einen enormen wirtschaftlichen Schaden an, aber vor allem treibt es Tausende in die Flucht. Dann wollte ich auch noch was zu Klimawandel und sozialer Vulnerabilität sagen. Dieses Webinar findet ja im Rahmen der Reihe Share Peace statt. Und Frieden, Gerechtigkeit und Entwicklung, das gehört einfach zusammen und das ist ja auch mein Weg zur Klimafolgenforschung gewesen. Und an der Klimamigration kann man tatsächlich gut
deutlich machen, wie Frieden, Gerechtigkeit und Entwicklung zusammengehören. Sie alle wissen, dass die Folgen der globalen Erderwärmung insbesondere Bewohnerinnen und Bewohner von Ländern treffen, die am wenigsten zum Klimawandel beigetragen haben, also die Länder des globalen Südens. Und diese Hauptbetroffenen des Klimawandels leben oft in ohnehin fragilen Kontexten, also Armut, Konflikt. Das heißt, dass die Gegenden, aus denen potenziell viele Menschen vor dem Klimawandel fliehen werden müssen, oftmals auch zugleich Gegenden sind, in denen Menschen schwierige Lebensbedingungen haben. Also der Klimawandel verstärkt hier einfach Risiken. Wichtig ist auch immer, dass wir uns bei dieser Thematik wie bei jeder anderen Thematik anschauen, wie sie sozial benachteiligte Teile der Gesellschaft betrifft. Und besonders gefährdet sind hier natürlich Frauen, Kinder, Jugendliche, ältere Menschen, Menschen mit chronischen Erkrankungen. Und kontextspezifisch Minderheiten aller Art, also zum Beispiel Schwarze, Ureinwohner, in Indien dann vielleicht Angehörige bestimmter Kasten, also Menschen, die strukturell benachteiligt sind und die über weniger Ressourcen verfügen. Für mich ist es im Grunde eine Machtfrage, wer ist wie betroffen und wer kann sich anpassen. Also aus der Katastrophenforschung wissen wir zum Beispiel, dass es wichtig ist, sich mit geschlechtsspezifischer Vulnerabilität auseinanderzusetzen, da Frauen im Katastrophenfall häufig überproportional sterben. Also es braucht definitiv aber mehr Forschung über diese Zusammenhänge, aber diese zentrale Frage ist, wer ist wie betroffen und wer kann sich anpassen. Kann man zum Beispiel auch das Beispiel von Holland nehmen. In Holland ist nicht so schnell Land unter, denn dort hat man die finanziellen Mittel, aber auch die technischen Kapazitäten, Deiche zu bauen und Küstenschutz zu betreiben. Das mag in anderen Ländern anders sein. Wichtig ist auch noch, dass Klimamigration Bildung und Bildungschancen beeinflusst. Wir haben ja vorhin gelernt, dass mehr als die Hälfte der Menschen auf der Flucht unter 18 Jahre sind und es gefährdet natürlich Bildung und damit auch den ganzen weiteren Lebensweg. Ich bin momentan in einem interessanten informellen Austausch dazu mit UNICEF und anderen UN-Organisationen, also über den Zusammenhang zwischen Bildung, Migration und Klimawandel. Das ist nämlich definitiv eine Forschungslücke. Wenn Sie diesbezüglich Informationen haben, kommen Sie gerne auf mich zu. Zusammenfassend kann man sagen, dass Krisen sehr schnell aufzeigen, wer verletzlich ist. Und das gilt eben auch für die Klimakrise. Und es ist mir hier auch nochmal wichtig aufzuzeigen oder darauf aufmerksam zu machen, dass es Menschen gibt, die zu arm zum Fliehen sind. Wir sprechen hier von sogenannten Trap Population. Also das sind Menschen, die oft zurück in gefährlichen oder widrigen Umständen bleiben, weil sie einfach nicht die Kapazität, die Finanzen haben, zu gehen. Also Menschen verfügen über unterschiedliche Voraussetzungen und unterschiedliche Ressourcen, dem Klimawandel zu begegnen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, ob wir vor lauter Fixierung auf dieses Thema Migration hier nicht was ganz Entscheidendes übersehen. Das Thema gewinnt an mehr Aufmerksamkeit, aber das ist wirklich ein ganz zentrales Thema, wenn man über die Zusammenhänge zwischen Klimavulnerabilität und Klimamigration und sozialer Vulnerabilität spricht. Also diejenigen, die gar nicht gehen können. Zum Schluss oder fast zum Schluss noch etwas über Migration in Würde. Ich habe im Teaser ja auch schon angekündigt, dass ich darauf eingehen werde, wie Migration in Würde ermöglicht werden kann, wenn aufgrund des Klimawandels Zukunftsperspektiven fehlen. Und ein gutes Beispiel dafür sind kleine Inselstaaten, sogenannte Small Island Development States, zum Beispiel Atolle, die nur wenige Meter aus dem Meer herausragen. Und hier ist der Anstieg des Meeresspiegels schon jetzt eine konkrete Bedrohung. Und wir haben gerade einen Bericht über Inselstaaten in der Karibik und im Pazifik fertiggestellt. Und in dem haben wir Experten aus den Bereichen Klimawandel und Migration befragt über die Schwächen und Stärken von Maßnahmen in der Klimamigration. Und der Grundkonsens war, dass die Bewohnerinnen und Bewohner in ihren Staaten bleiben wollen und Migration nur eine Option of Last Resort, also die allerletzte Option sein darf. Aber gerade auch im Pazifik
braucht es Lösungen, denn selbst wenn wir es schaffen, die Erderwärmung auf 2 Grad zu begrenzen, ist das Staatsgebiet einiger Inselstaaten wie Kiribati zum Beispiel vermutlich nicht mehr zu retten. Oder es gibt schlichtweg nicht genug Platz, die eigenen Bewohnerinnen und Bewohner innerhalb des Staatsgebietes umzusiedeln. Da brauchen wir also dauerhafte Auswanderung und die Menschen müssen gehen. Aber die Menschen wollen ja bleiben, denn es droht der Verlust von Kultur, Sprache und Tradition. Und das ist auch in den Interviews, die wir geführt haben, ein sehr großer Punkt. Und deswegen ist es auch wichtig, wenn es keine andere Möglichkeit gibt, als Menschen umzusiedeln, dass man sie in diesen Prozess immer mit einbindet, von Anfang an. In Fiji zum Beispiel haben schon einige solcher Umsiedlungen von ganzen Dörfern stattgefunden. Die Menschen sind also von den Küsten landeinwärts umgesiedelt worden. Und in den Interviews zu unseren Berichten wurde klar, dass es ganz wichtig ist, dass man diese Prozesse inklusiv gestaltet. In Fiji gibt es mittlerweile sogar eine Richtlinie für geplante Umsiedlungen. Also es ist etwas, was man einfach immer wieder braucht und immer noch mehr brauchen wird. Aber natürlich ist die Tatsache, dass die Menschen dann sicher sind vor dem Anstieg des Meeresspiegels, gut. Aber das ist natürlich auch nur ein Aspekt, denn es sind langfristige Prozesse und man muss den Menschen auch ermöglichen, sich an dem neuen Ort ihre Lebensgrundlagen selbst zu erwirtschaften. Und sowas wird oft einfach vergessen. Anders gesagt, ein Fischer wird nicht von heute auf morgen zum Bauern. Und da kommen dann natürlich auch wieder diese psychischen Folgen, spielen da natürlich wieder eine Rolle. Ein möglicher Lösungsansatz können regionale Lösungen sein. In der Karibik zum Beispiel haben wir in dem Bericht festgestellt, dass zwischenstaatliche regionale Organisationen, die zum Teil heute schon den freien Personenverkehr zwischen Mitgliedstaaten gewährleisten, Teil der Lösung sein könnten. Und es ist vermutlich einfacher, diese regionalen Abkommen auszubauen, als auf eine internationale Lösung zu warten. Eine andere Möglichkeit ist die Einführung eines Klimapasses nach dem Vorbild des Nansen-Passes. Und diesen Vorschlag finde ich sehr interessant. Denn in Würde heißt für mich vor allem selbstbestimmt. Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen, der WBGU, hat 2018 einen solchen Klimapass vorgeschlagen auf Grundlage des Nansen-Passes. Und der Nansen-Pass, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ich kannte ihn vorher auch nicht, war ein Pass für staatenlose russische Flüchtlinge nach dem Ersten Weltkrieg, den Fridtjof Nansen, den Sie hier auf dem Bild sehen, in seiner Funktion als Hochkommissar des Völkerbundes für Flüchtlingsfragen initiiert hat. Und er hat Hunderttausenden Menschen damals ermöglicht, Zuflucht in sicheren Staaten zu haben. Also sie hatten ein handfestes Dokument in der Hand und konnten somit selbstbestimmt gehen und hatten auch Rechte. Es war ja eben ein Pass. Als ersten Schritt schlägt der WBGU vor, dass man einen solchen Pass eben jenen Bewohnerinnen und Bewohnern von kleinen Inselstaaten ausstellt, die besonders von Klimawandel bedroht sind. Und sie sollen damit Zugang und staatsbürgergleiche Rechte in sicheren Staaten haben. Es wird hier davon gesprochen, dass es eine frühzeitige Migration ermöglicht, eine freiwillige, eine selbstbestimmte, würdevoll und individuelle. Also ich kann entscheiden, ob und wann ich gehe. Und man lebt vielleicht nicht jahrelang in Angst, weil man hat einfach dieses Dokument und kann dann gehen, wenn man gehen muss. Vielleicht muss man nicht, aber man könnte. Und dann kann es auch sehr schnell gehen. Also es ist ein interessantes Rechtsinstrument und ich hoffe, dass wir da auch noch mehr Diskussionen in den nächsten Jahren sehen. So, jetzt nochmal eine Zusammenfassung, einen Ausblick. Ich hoffe, Sie können. Herr Oberle, haben wir irgendwie Fragen? Ich habe jetzt gar nicht gefragt. Wir haben eine Frage, aber ich glaube, das ist auch eher eine nochmal eine tiefergehende Frage. Also vielleicht können wir im Anschluss eingehen. Gut. Ja, dann machen wir das so. Genau, keine Sorge, ich bin bald durch. Ich habe jetzt gemerkt, dass ich doch sehr schnell war. Zusammenfassend kann man nochmal sagen, dass klimawandelinduzierte Migration durch schleichende Veränderungen und oder Wetterextreme verursacht sein kann.
Sie findet größtenteils innerhalb von Ländern bzw. Regionen statt. Also diese mehr von den Millionen, die dann nach Europa kommen, das ist einfach nicht wahr. Es ist ein Spektrum von freiwilliger bis erzwungener Migration. Das ist nicht immer so ganz und leicht einzugrenzen in diesem Bereich. Eben weil es auch keine anerkannte Definition von Klimaflucht gibt. Der Rechtsschutz ist einfach nicht da. Und wir haben eine unzureichende Datenlage und viele, viele Forschungslücken. Um es konkret zu machen, wir brauchen Lösungen für die, die gehen wollen, die, die gehen müssen, die, die sich schon auf der Flucht befinden, die, die bleiben wollen und die, die nicht gehen können, also die sogenannten Trap Populations, von denen ich ja gesprochen hatte. Also wir brauchen ein ganzes Repertoire von Maßnahmen, ein ganzes Bündel von Maßnahmen und Lösungen. Und das setzt natürlich auch voraus, dass das Problembewusstsein vorhanden ist unter politischen Entscheidungsträgerinnen und Trägern oder dass man ein Problembewusstsein für die Thematik schafft. Aber das ist natürlich auch ein Thema, das durchaus herausfordernd ist für die internationale Klimadiplomatie. Aber es nützt ja nichts, wir müssen es angehen. Und für die nationale und regionale Ebene heißt es dann zum Beispiel, dass interministerielle Planungsmechanismen geschaffen werden müssen. Und wir wissen das auch aus Deutschland, dass es durchaus schwierig ist, wenn zwei Ministerien schon miteinander sprechen müssen und sich abstimmen müssen. Im schlimmsten Fall sind sie dann noch von unterschiedlichen Parteien. Also das Schwierige an diesem Thema tatsächlich ist, dass es eine Querschnittsaufgabe ist. Und das macht manches sehr kompliziert. Es fällt irgendwie immer durchs Raster. Aber Migration muss gestaltet werden und ich denke auch, dass es eine Frage der Gerechtigkeit ist, dass die Staaten, die maßgeblichen Anteil an der Erderwärmung hatten, also wir hier auch einen Beitrag leisten, dass wir zu Lösungen kommen. Das zum Abschluss, hier noch meine Quellen. Und um mit etwas Positivem aufzuhören, habe ich hier Ihnen ein Bild mitgebracht von dem ersten virtuellen globalen Klimastreik von Fridays for Future vor dem Deutschen Bundestag. Und wir müssen jede Krise bekämpfen, eben auch diese. Und ich hoffe, Sie sind mit an Bord. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Becker, für den Vortrag und auch jetzt für einen positiven Ausblick. Genau, es sind tatsächlich jetzt schon die ein oder anderen Fragen aufgeploppt. Und genau, ich führe eine RednerInnenliste. Das heißt, wenn Sie die Frage in den Chat schreiben oder sich melden, dann habe ich sie auf dem Schirm, will sie dann nacheinander einfach aufrufen. Tina, wenn du möchtest, kannst du jetzt dein Mikrofon freischalten. Ich höre noch nichts. Nein. Genau. Dann kommt vielleicht das technisch nicht hin, dann würde ich, glaube ich, einfach die Frage zitieren. Sie fragt, wie kann eine regionale Lösung aussehen? Also sie bezog sich auf die auf diese Auflistung von Lösungsansätzen, die sie hatten. Wie kann eine regionale Lösung aussehen? Meist sind doch ganze Regionen gleichermaßen betroffen. Ja, aber zum Beispiel im Pazifik ist es so, dass es Inselstaaten gibt, die einfach über mehr Platz verfügen, zum Beispiel Fiji. Und das wäre eine Möglichkeit, dass man dort Menschen ansiedelt aus Inselstaaten, wo das nicht so ist, zum Beispiel Kiribati. Und Kiribati hat tatsächlich auch schon ein Stück Land in Fiji gekauft, natürlich auch, um mediale Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es ist ja auch gar nicht so, dass die Menschen weit weg wollen. Also die wollen eigentlich tendenziell in ihrer Region bleiben. Und
was ich dann auch noch als Beispiel genannt habe, in der Karibik gibt es schon eine sehr gute Zusammenarbeit zwischen den Staaten dort. Und da gibt es auch schon Abkommen über den freien Personenverkehr und an diese könnte man zum Beispiel andocken, also zum Beispiel CARICOM, verschiedene andere. Also es ist auf jeden Fall wichtig, da voranzukommen, weil wir einfach, was die internationale Klimadiplomatie angeht, bei dieser Thematik einfach langsam vorankommen, weil da natürlich auch sehr viel Explosionskraft drinsteckt. Und deswegen sind regionale Lösungen ein möglicher Ansatz, der vielleicht leichter umzusetzen ist, unabhängig davon, dass auch Menschen irgendwie gerne in ihrer Heimatregion bleiben wollen. Oti, kannst du deine, genau, vielleicht noch mal kurz zur Technik. Wenn ihr oder Sie das Mikrofon freischalten wollen, dann geht das unter diesem Videofenster direkt, sehen Sie ein Mikrofon oder ein Kamerasymbol und dort können Sie das freischalten und werden von Ihrem Browser dann noch mal gefragt, ob das auch in Ordnung geht. Oti, du hast das Wort. Eigentlich müssten wir dich jetzt hören. Oder auch nicht. Dann auch hier ein Zitat. Oti möchte wissen, brauchen wir nicht auch Lösungen für die Geflüchteten, für die, die Geflüchtete aufnehmen wollen oder müssen? Sicherlich, das sind nochmal zwei unterschiedliche Sachen für mich, weil diejenigen, die Flüchtlinge aufnehmen wollen, also wie gesagt, Migration hat auch immer Auswirkungen auf die Region, die Menschen aufnehmen. Aber ich finde, wir müssen vor allem Lösungen finden für diejenigen, die sich ihrer Verantwortung verweigern. Also da rede ich dann auch ganz konkret von uns. Deswegen habe ich den Nansen-Pass vorgestellt als eine Möglichkeit. Also, dass einfach Menschen ein Recht haben, dann auch zu uns zum Beispiel zu kommen. Wenn es da eine Nachfrage gibt, gerne. Immer ein bisschen schwierig, wenn man die Menschen nicht hört und nur in einen Kasten spricht. Ja, das stimmt. Vielleicht nochmal, was mich dazu noch interessieren würde, auch zu dem Thema, war die Frage, Sie hatten vorher über Fidschi gesprochen gehabt und eben eine Umsiedlung, wo im Grunde genommen eine zwangsweise Umsiedlung stattfindet, obwohl auch irgendwie mitgedacht wird, okay, das soll die betroffenen Bevölkerung sollen eben mit einbezogen werden. Und das hat ja irgendwie auch Konfliktpotenzial. Sie hatten angesprochen, dass halt, wenn jemand vielleicht das ganze Leben Fischerin, Fischer war, dass es dann natürlich schwierig ist, dann irgendwie so ein Leben komplett umzukrempeln. Wie ist es denn da? Gibt es da auch internationale Unterstützung für dann eben auch nochmal Umschulungen? Also, oder muss es dann von der eigenen Gesellschaft sozusagen alles getragen werden? Also gerade im Pazifik ist da schon sehr viel Aufmerksamkeit da, weil es hier einfach auch ganz klar ist, dass die schleichenden Veränderungen des Klimawandels, also die Veränderungen, die wir alle mit verursacht haben oder vor allem eben halt auch die Länder des globalen Nordens, dass die dazu führen, dass diese Menschen, die wirklich kaum einen Anteil an der globalen Erderwärmung haben, also auf diesen kleinen Inselstaaten, dass die jetzt ihre Heimat verlassen wollen und das ist ja auch oft sehr medienwirksam, dass die Inseln versinken oder man hat auch schon Klimakonferenzen dann unter Wasser gemacht. Da ist auf jeden Fall sehr viel Hilfe auch aus Deutschland da, zum Beispiel diese Plant Relocation Guides, wenn ich richtig informiert bin, wurden auch mit finanzieller und technischer Unterstützung von mehreren Staaten geschrieben, aber es ist natürlich so,
die Lösungen müssen vor allem mit den Bewohnerinnen und Bewohnern gefunden werden. Und auf jeden Fall ist da auch viel Konfliktpotenzial. Also in Fidschi zum Beispiel hat uns eine Expertin berichtet, dass nach der Umsiedlung eines gesamten Dorfes einfach viele Menschen keine Arbeit gefunden haben, weil sie eben einfach nicht vorbereitet worden sind, dass die neuen Häuser so angeordnet waren, dass es nicht mehr der traditionellen Anordnung entsprach. Und das ist natürlich bei Gemeinschaften, die über Jahrhunderte gewachsen sind, auch einfach ein Problem. Also da steckt Konfliktpotenzial vor der Umsiedlung, also die Entscheidung, ob man überhaupt umsiedelt drin, während des Prozesses. Und dann eben auch noch, wenn die Menschen schon umgesiedelt worden sind. Ja, also wie ich schon gesagt habe, die Menschen sind dann in Sicherheit. Aber natürlich sind auch solche langjährigen Prozesse, die ja beeinflussen die Gesundheit, die beeinflussen einfach alles. Und das ist der Verlust der Heimat. Und wenn man eben sich als Fishing-Community sieht und dann auf einmal irgendwo landeinwärts ist, und gar nicht weiß, was man den lieben langen Tag machen soll. Und auf einmal natürlich auch vielleicht dann als Mann nicht mehr seine Familie ernähren kann. Das ist ein Problem, ganz bestimmt. Ja, vielen Dank für die Einschätzung, dass echt viele Auswirkungen, die auch dann wirklich mitbedacht werden müssen und vielleicht auch gar nicht planbar sind im Voraus. Viel Potenzial für Konflikt auf jeden Fall. Georg hatte eine Frage und sagt, er möchte sein Mikrofon ist freischalten. Ich probiere das mal, könnt ihr mich hören? Ja, sehr schön. Okay, ganz kurz, wie ich da hingekommen bin. Christian, du schaltest mich, glaube ich, frei und dann schaut bei mir nämlich so ein kleines Zahnrädchen auf unter dem Video. Und wenn ich da nämlich draufklicke, kann ich nämlich auf Mikrofon verwenden klicken. Und so komme ich da jetzt gerade hin. Vielleicht hilft das den anderen. Was das Klima angeht, frage ich mich halt, wie sieht es eigentlich innerhalb von Europa aus? Also ich meine, ich selber bin jetzt gerade in Süddeutschland und habe wenig Motivation, jetzt nochmal tatsächlich nach Bremen oder Hamburg zu ziehen, muss ich zugeben, weil ich das Gefühl habe, in 20 Jahren ist das sowieso alles unter Wasser. Gibt's da, also ist das was Verbreitetes in Europa schon, dass es da auch Klimabewegungen quasi schon gibt? Oder wie sieht das da eigentlich aus? Also Bremen wird es nicht treffen. Und ich kann Ihnen Bremen nur empfehlen. Ich habe in Bremen studiert. Das ist eine sehr schöne Stadt. Ich habe da auch studiert, das ist mein Traum, ja. Ach cool. Also wie ich schon gesagt habe, Holland wird nicht untergehen und wir werden auch nicht untergehen, weil wir natürlich einfach finanzielle Mittel haben, Deiche zu bauen, aber auch technische Kapazitäten. Aber also auch in Freiburg, da ist es ja durchaus sehr warm, gibt es natürlich jetzt auch schon Auswirkungen des Klimawandels, die Sie spüren. Ich weiß nicht, wie Sie mit Hitze zurechtkommen. Bei mir ist es unterschiedlich. Ich wohne jetzt in Brandenburg, in Potsdam. Und hier ist zum Beispiel Dürre für uns ein Riesenproblem. Und ich als Pollenallergikerin, also dieser Sommer vor 2 Jahren, wo es einfach wochenlang nirgendwo geregnet hat und die ganze Luft voll von kleinen Partikeln war, also ich habe quasi das Gefühl gehabt, ich habe einen Sommer lang nicht geatmet. Ja. Also das ist jetzt eben nicht nur, was man sich gut bildlich vorstellen kann, dass der Meeresspiegel ansteigt, sondern Klimawandel kann ganz unterschiedliche Auswirkungen haben. Und wir spüren die definitiv auch in Deutschland schon und vor allem diese Hitzesommer jetzt, da das so massive Auswirkungen hat bei uns und dann auch gleich massive Schäden, weil natürlich, wenn viel Infrastruktur kaputt geht, also das ist nicht so, dass der Klimawandel nur Menschen im globalen Süden betrifft, ganz im Gegenteil. Ja, also wir haben ja hier sehr viele Unwetter auch schon und da sind Sie auch in Freiburg nicht sicher, also ziehen Sie gerne nach Bremen, wenn Sie möchten. Danke. Okay, dann war noch eine Frage gewesen von Herrn Gebrewold. Er bittet es vorzulesen. Der globale Norden kriminalisiert Migration und betreibt pure Migrationsabwehr. Ist da überhaupt Raum zu einer rationalen Diskussion? Das ist eine gute Frage.
Das würde ich auch so sagen, dass wir Klimawandel hierzulande eher als was Schlechtes sehen, Migration als etwas Schlechtes, das Auswirkungen auf uns hat. Ich habe das ja im Vortrag auch schon zum Teil erwähnt. Kriminalisiert ist natürlich jetzt ein starkes Wort. Aber ich würde sagen, wir müssen uns unserer Verantwortung stellen. Da ist vielleicht in Deutschland sogar noch mehr Einsicht als in anderen Ländern. Aber wir versuchen ja schon seit Jahren, dass man da auf internationaler Ebene zu Lösungen kommt. Und deswegen auch dieser regionale Ansatz, der vielleicht realistischer ist. Aber das ist ganz klar ein Problem, wie wir hier über Migration sprechen. Dass es als was Schlechtes ist. Und im Grunde ist Migration die normalste Sache der Welt. Ja, also ohne Migration gibt es keinen Fortschritt. Es ist nicht schlecht per se, schlecht oder gut per se. Also wir müssen definitiv anders über Migration reden. Das ist mal ganz unabhängig vom Klimawandel. Ich würde auch sagen, wir müssen anders über den Klimawandel reden. Aber ich habe ja auch schon deutlich gemacht, dass in diesen beiden Themen so viel Konfliktpotenzial herrscht, dass das einfach explodiert. Also was ich da manchmal erlebe, wenn ich sage, wo ich arbeite und womit ich mich befasse, was da auf mich hereinbrettert, das war am Anfang auch etwas, mit dem ich nicht so gut umgehen konnte. Also es ist klar, es wird kriminalisiert, aber tragen Sie doch gerne dazu bei, dass die Debatte sachlicher wird. Das müssen wir alle. Dankeschön. Es gibt wirklich viele Fragen, das ist sehr schön. Sie sagen, wenn Sie eine Atempause benötigen. Genau. Und zwar die nächste Frage ist, Menschen, die von Hurricanes und vom Anstieg des Meeresspiegels betroffen sind, wollen, entschuldigen Sie bitte, trotz Umsiedlungsprogramm nicht weg aus ihrem Zuhause, auch wenn es zum Beispiel qualitativ bessere Häuser etc. gibt. Welche kulturell sensiblen Erfahrungen gibt es in diesem Sinne bereits? Also zum Beispiel hatte ich ja schon angesprochen auf Fiji. Also ich würde erst mal sagen, sind die Häuser sicherer, sind sie besser? Weiß ich nicht. Also ich würde mich auch nicht so gern umsiedeln lassen, egal was man mir da verspricht. Ja, also eins ist tatsächlich, dass die traditionelle Anordnung von Häusern vielleicht nicht dem entspricht, wie es vorher war. Dann natürlich, wenn man jahrelang Fischer war, der Vater Fischer, der Großvater, natürlich auch Frauen, aber es sind tatsächlich vor allem die Männer. Also wenn das ist nicht irgendwas, was man ablegt, das steckt in einem drinne und das ist Verlust von Identität. Und das ist ja nur, wenn man vielleicht einen Kilometer landeinwärts zieht oder auch nur zwei und das ganze Leben ändert sich. Ja. Und dann natürlich bei den Staaten, wo wir davon ausgehen müssen, dass sie vermutlich einen Großteil ihres Staatsgebietes verlieren oder sogar ganz untergehen, und Menschen dann in alle möglichen Himmelsrichtungen auswandern müssen, einfach um zu überleben, dann ist natürlich auch Sprache, Geschichte weg. Also das ist einfach was, woran Menschen festhalten. Und es ist natürlich auch ein Grund, der erklärt, warum Menschen bleiben wollen, trotz ganz vieler widriger Umstände. Und ich finde, da sind wir auch in der Verantwortung, da Möglichkeiten aufzuzeigen, wo es dann möglich ist. Ne? Aber klar, also mit Anpassungsmaßnahmen kann man zum Teil auch sehr viel erreichen, aber die kosten natürlich Geld und man braucht dafür auch sehr viele technische Kapazitäten, die ein kleiner Inselstaat mit 10.000 Einwohnern vielleicht so nicht hat. Also sehr viele Themen, die da auftauchen können. Dankeschön. Es gab jetzt noch ein Statement, das ich einfach kurz vorlesen. Ah, das ist gar kein Statement, das heißt, es kommt die Rednerinnenliste. Okay, Oti, dann hättest du das Wort nochmal. Du hattest dich nochmal gemeldet. Ich nehme an, du sprichst, wir hören dich aber noch nicht. Das heißt, ich würde einfach die nächste Frage vorlesen von Anja
Katzenberger. Darüber geht es. Sie hatten gezeigt, dass es Schätzungen gibt, wie viele Flüchtlinge zahlenmäßig 2050 zu erwarten sind. Wie werden diese Zahlen, insbesondere vor dem Hintergrund, dass die erwähnten fünf Aspekte die Migrationsentscheidung beeinflussen oder mit beeinflussen, erhoben? Und wird in der Politik im Moment schon entsprechend dieser Zahlen Maßnahmen in die Wege geleitet? Also die Politik ist jetzt sehr groß, aber also auf jeden Fall ist es so, wie ich ja schon gesagt habe, Vorsicht mit Zahlen. Die werden auch, ja, wie gesagt, manche sind valider, manche sind weniger valider. Ich versuche immer ein bisschen davon wegzukommen, aber wie werden diese Zahlen erhoben? Das sind alles nur Schätzungen. Ja, also das ist zum einen schon mal ganz klar, also dass es einfach schwierig ist, die Zahlen überhaupt zu erheben, also dass man wirklich sagen kann, diese Person ist aufgrund des Klimawandels alleine geflohen. Ja, also das ist wirklich sehr, sehr schwierig. Das ist der einfachste Fall, ist eben dieser Fall von den Bewohnerinnen und Bewohnern von kleinen, flachen Inselstaaten. Die haben gar keine andere Möglichkeit, als aufgrund des Anstiegs des Meeresspiegels zu gehen. Aber sonst ist es einfach sehr komplex. Und deswegen, genau, würde ich die auch immer mit Vorsicht genießen. Aber zum Beispiel weiß man auch, wenn es in einer Gegend zu heiß wird, also wenn man Szenarien hat und man weiß, dort wird es zu heiß, dann gibt es eben diese physischen Grenzen der Anpassung. Und das ist ja auch immer nur, dass sie sozusagen, also gezwungen sein könnten oder könnten aufgrund des Klimawandels fliehen. Und wie gesagt, das sind alles Schätzungen und diese Zahlen hängen vor allem davon ab, was wir in den nächsten Jahren machen und ja, wie auf welches Level wir es schaffen, die Erderwärmung zu begrenzen. Aber genau, genießen Sie Zahlen mit Vorsicht. Und für mich ist es manchmal, oder ich würde sagen, es ist nicht das Wichtigste an der Debatte, weil wir wissen es einfach nicht. Wir müssen versuchen zu verstehen, die Zusammenhänge zu verstehen. Und da braucht man auch vor allem qualitative Forschung, dass man Menschen einfach fragt. Aber es ist tatsächlich sehr schwierig, wie die Politik darauf reagiert. Also ja, also ich meine, es gibt, habe ich ja genannt, Beispiele in der Karibik und im Pazifik, da wird reagiert. Da gibt es dann auch sozusagen wirklich schon Gesetze, wie das vor sich gehen kann. Ja, aber bei uns wird da nicht so drauf reagiert. Und es ist natürlich auch so, die Tatsache, dass man nicht diese einfachen Wirkungszusammenhänge zwischen Klimawandel und Migration nicht hat, die dient natürlich auch ganz gut als Ausrede. Also zu sagen, woher weiß ich denn, dass dieser eine Mensch wegen des Klimawandels gekommen ist, kann ja auch was anderes sein. Also bin ich raus aus der Verantwortung sozusagen. Ne? Und das ist ganz, ganz wichtig, also für mich auch nochmal zu betonen, obwohl es da so viele Unsicherheiten auch gibt, was die Datenlage betrifft, darf es einfach keine Ausrede zu sein, dass man nicht handelt. Ja. Also Menschen haben sich schon auf den Weg gemacht, Menschen machen sich auf den Weg, Menschen sind gerade auf dem Weg, weil sie einfach nicht mehr ihre Lebensgrundlagen dort erwirtschaften können, wo sie sind, oder weil es einfach auch gesundheitsgefährdend ist, in manchen Situationen zu leben. Und ja, also wir müssen da handeln. Ja. Und da passiert, Sie sehen, es ist ein Herzensthema, aber da passiert einfach viel zu wenig. Also das ist ja zum Teil erschreckend und wir dürfen uns da nicht aus der Verantwortung ziehen. Aber es wird gern gemacht, ganz bestimmt. Ja, dann ist es wohl auch an uns, wirklich Druck zu machen, damit dann da auch wirklich was passiert, von Seiten verschiedener politischer Akteure. Ne? Oti, du hattest jetzt, Bin genau. ich zu hören? Ah. Sehr schön. Okay, ich hatte ja die Frage gestellt, ob es nicht Lösungen auch für die geben muss, die Geflüchtete aufnehmen. Und das hatte auch den Hintergrund, dass ich von schon davon gehört habe, dass es in Uganda zum Beispiel zum Teil gute Lösungen jedenfalls gibt auf die Aufnahme der
südsudanesischen Flüchtlinge, die es ja auch sehr viele da gibt, dass sie wirklich gute Projekte haben, wo sie gemeinsam mit den, also der lokalen Bevölkerung und der neu dazukommenden Bevölkerung ja, Entwicklungsprojekte entwickeln und gemeinsam ja, eine Schule aufbauen oder sowas. Und ich habe mich gefragt, ob man sowas nicht adaptieren könnte, dass man es auch in unseren Gesellschaften solche Lösungen findet. Also das ist sicherlich nicht einfach und bestimmt auch kostet was und müsste man ja vielleicht Studien dazu machen oder so. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das wären so Wege, wo man vielleicht eine viel größere Akzeptanz finden könnte. Also, was Sie schon mal richtig gesagt haben, ist, dass es ganz bestimmt nicht einfach ist. Ich kenne den Fall von Uganda jetzt nicht. Würde sagen, man muss immer von guten Beispielen lernen. Aber da handelt es sich ja wahrscheinlich vor allem um einen Konflikt oder Flucht aufgrund von Konflikt. Ja. Und beim Klimawandel ist es ja so, also wenn Sie jetzt zum Beispiel daran denken, dass Wüsten sich ausbreiten, dann ist es ja oft, betrifft es ein größeres Gebiet. Ja. Und wenn Menschen dann vor allem erstmal ins unmittelbare Nachbarland fliehen, da sind dann auch dort oft schon Ressourcen, die knapper werden. Also es ist tatsächlich sehr komplex, aber Good Practice-Beispiele sind natürlich immer da. Aber genau, wenn vor allem Menschen in Nachbarländer fliehen, ein Großteil der Flüchtlinge, dann sind das natürlich oft auch Länder, wo wenig Ressourcen da sind. Oder jetzt im Libanon, also in diesem kleinen Land, wenn da jeder vierte ein Flüchtling da ist aufgrund des Syrien-Konflikts, das hat natürlich enorme Auswirkungen, ja. Und ich weiß nicht, wann meine Toleranzgrenze erreicht wäre, ja. Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, irgendwie, die nehmen mir alles weg, ich habe keine Luft mehr zum Atmen, ich finde keinen Job mehr, mein Kind, die Bildung wird schlechter, was auch immer. Ja, also ne, wir diskutieren hier zwar groß, aber wir haben ja nicht viele Menschen in unserem Land, die zu uns kommen und hier Schutz suchen, sondern das ist anderen Regionen eine ganz andere Dimension. Und in diesen Nachbarländern gibt es eben nicht die Mittel, die wir hier haben. Ja. Okay. Ja. Danke. Herr Gebrewold, merkt dazu noch an, dass es auch sogenannte Host-Community-Programme gibt, die UN, NGOs und viele andere Länder auch machen. Genau, sehr, sehr gute Anmerkung. Also das ist für jede Art der Migration wichtig, weil, wie ich gesagt habe, ja schon Migration eben auch an Auswirkungen auf die Host-Communities hat, also die Gebiete, Regionen, Gemeinden, die Flüchtlinge aufnehmen. Und deswegen ist hier Kommunikation ein ganz, ganz, ganz wichtiges Thema. Also bei uns ist es ja wirklich gekippt, ne? Also am Anfang noch alle Hurra und klatschen und gehen zu den Bahnhöfen. Und irgendwann war es ein anderer Unterton, der da war. Ja, also es ist beim Thema Migration, ganz egal, ob Sie jetzt von Klimawandel oder digitaler Migration sprechen, immer, immer wichtig, dass man versucht, sachlich zu bleiben und mit Fakten versucht, die Menschen zu erreichen, die noch zu erreichen sind. Und ja, also ich würde einfach auch sagen, dass wir als reiches Land einfach in der Verantwortung stehen. Danke für den Appell. Der nächste Beitrag ist auch ein Appell. Der globale Norden muss sich seiner Verantwortung stellen, doch nun befinden wir uns in einer Pandemie. Milliarden werden zur Rettung der Wirtschaft freigemacht. Mit welchen Mitteln sollen nun Maßnahmen für betroffene Länder finanziert werden? Diese Frage wurde vorher schon gestellt, als wir es mit an dem Beispiel zu Fiji gesprochen hatten. Wichtige Frage, übersteigt meine
ja, meine Kompetenzen oder meine Vorstellungskraft auch gerade. Also ich betrachte das auch mit Sorge, wie viel Geld gerade ausgegeben wird, das dann natürlich auch in den nächsten Jahren nicht da sein wird. Und vor allem ist es ein Problem, wenn wir es falsch ausgeben. Also wenn wir nicht, es geht jetzt immer darum, die Wirtschaft anzukurbeln, aber wenn wir eben keine Wirtschaft ankurbeln, die hin in eine grüne Transformation oder in eine emissionsfreie Wirtschaft geht. Weil dieses Geld kann man nur einmal ausgeben und genau, die Massen an Geld, die ausgegeben werden, die sind jetzt erstmal weg und nicht da. Also das würde ich jetzt auch sagen, betrachte ich mit Sorge. Keine Ahnung, ob jemand dazu noch mehr sagen kann. Also es ist auf jeden Fall wichtig, da achtsam zu sein. Ich denke, in Deutschland kann man sagen, dass eine Abwrackprämie im Gegensatz zu der Finanzkrise diesmal einfach nicht mehr durchsetzbar war. Und also eine Abwrackprämie für alte Autos. Und ich denke, das hat schon auch mit dem Druck der Straße zu tun, ne? Und deswegen wollte ich sozusagen mit diesem positiven Bild oder mit dem Bild der Fridays for Future-Bewegung sozusagen abschließen, weil das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da weiterhin Druck machen. Also beim Klimawandel, dann ist Klimamigration natürlich ein sehr spezielles Thema. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Interesse jetzt bekommen. Aber also man kann jetzt nicht sagen, dass das keine Auswirkungen hat, dass wir im letzten Jahr sehr intensiv über den Klimawandel diskutiert haben. Also ich habe das ja im Institut auch mitbekommen, wie viel Aufmerksamkeit da auf einmal war, wie viel Presseanfragen. Und das ist jetzt natürlich alles ein bisschen verändert durch Corona, aber nur weil jetzt wir eine globale Pandemie haben, geht der Klimawandel nicht weg. Also dranbleiben. Dranbleiben möchte auch Peter Eichelin. Er stellt fest, dass also gerade auf dieser Unterscheidung zwischen Klimaflüchtlingen, die oft als sogenannte, was ja auch immer so eine Figur ist, und als Wirtschaftsflüchtlinge eben gesehen werden und dass die ganz stark mit solchen Stereotypen eben auch belegt werden, mit unschönen rassistischen Begriffen eben auch. Und hier ist sozusagen der Impuls auch, dass es auch an der die Rolle von Flüchtlingsunterstützenden eben ist oder auch von anderen eben diesen öffentlichen Diskurs eben auch zu ändern. Genau, würde ich so unterstreichen. Und wenn man jetzt über die Klimamigration spricht, ist es vor allem einfach nochmal zu sagen, also wir sehen es momentan nicht oder wir gehen nicht davon aus, dass Millionen Menschen von irgendwoher alle nach Europa kommen wollen wegen des Klimawandels. Und da muss man sich auch immer mal klar machen, also jemand, der aufgrund des Klimawandels geht oder wo der Klimawandel ein mitentscheidender Faktor ist, das sind Menschen, die ja oft schon jahrelang einfach in einer schwierigen Situation waren. Die steigen nicht in ein Flugzeug und fliegen zu uns oder gehen auf dem schnellsten Weg zu uns. Migration findet dann in Etappen statt, erstmal zu dem nächsten Ort, wo man ankommen kann oder neu Geld verdienen kann. Also das ist auch einfach sehr wichtig, dass wenn Sie da hören, wie Menschen rassistisch sprechen oder einfach auch Sachen sagen, die nicht stimmen, dass sie da alle dagegen halten. Ja, also für mich ist es immer sehr schwierig, zum Beispiel diese Sprache auch, also Flüchtlingswelle, das finde ich zum Beispiel ein sprachlich sehr unschönes Bild. Also wir werden überschwappt sozusagen und das entmenschlicht auch. Das kommen Individuen, da kommen Menschen, das ist nicht ein Strom, eine Welle. Also da einfach auch sehr sensibel für sein. Ne? Und genau, aber ich würde das jetzt auch eher als Appell verstehen, was Sie gesagt haben. Dankeschön. Dann gab es nochmal eine Frage, die sich auch stärker nochmal auf die Perspektive eben von Geflüchteten bezieht, die eben aufgrund von Klimaveränderungen ihre Heimat verlassen müssen. Die Frage kommt von Ruai. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den Namen richtig ausspreche. Wie stehen denn diese Geflüchteten selbst zum Phänomen Klimaveränderung, Klimawandel?
Also da müssten Sie natürlich selbst befragen. Was wir wissen von unseren Befragungen ist, dass sozusagen, also wir haben unsere Idee von Klimawandel, gehen wohin. Klimawandel ist ein komplexes Phänomen, aber wir sind natürlich auch gebildet und wir befassen uns beruflich damit, mit dieser Thematik. Menschen merken erstmal, dass sich das Wetter verändert, dass es vielleicht anders ist als vor 30 Jahren, dass weniger Wasser da ist, dass sich Zyklen verändern. Also wenn man jetzt zum Beispiel in so einen kleinen Inselstaat geht und fragt, sind sie aufgrund des Klimawandels geflüchtet, dann ist es vielleicht was, was die noch nie gehört haben. Ja, also das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig, da was festzumachen. Dankeschön. Kathi bringt noch die Frage ein, gibt es konkrete Projekte oder Maßnahmen, zum Beispiel von Ihrem Forschungsinstitut auf die Privatwirtschaft zuzugehen und diese für das Thema zu sensibilisieren, sie in die Verantwortung zu nehmen? Also nicht in die Privatwirtschaft, soweit ich weiß. Das ist auch nicht unsere Aufgabe. Wir sind Forscher, wir sind frei, wir sind ein wissenschaftliches Institut. Aber natürlich sind unsere Forscherinnen und Forscher beratend tätig für Ministerien und die Bundesregierung und da in Gremien, Experten, Diskussionen eingebunden. Also die beratende Tätigkeit ist ganz klar da, aber die Wissenschaft ist unabhängig und das wollen wir auch sein. Also wir wollen uns auch nicht vor den Karren spannen lassen. Und das ist auch wichtig, weil nicht angreifbar zu sein, also dass Greta Thunberg eben sagen kann, unite behind the science. Und das ist nicht unsere Aufgabe als Wissenschaft sozusagen, der Privatwirtschaft zu sagen, was sie machen soll oder auf sie zugehen soll. Aber natürlich, was die Politik angeht, da sind wir beratend tätig und unsere Expertise wird da auch regelmäßig eingeholt. Da kommt dann auch schon mal ein Minister ans Institut und da sind die Forscherinnen und Forscher vom PIC sehr involviert. Und das ist auch, was wir natürlich wollen. Also wir wollen ja nicht Forschung im luftleeren Raum betreiben und bei so einem Thema schon gar nicht, weil der Klimawandel verändert unser aller Leben, der macht es schon und der wird es in Zukunft noch viel mehr machen. Und ja, also wir beteiligen uns auch an diesen Demonstrationen, natürlich erstmal als Privatperson, aber wir haben auch viele Rednerinnen und Redner bei Fridays for Future Demonstrationen. Also genau, es ist nicht unsere Aufgabe, der Privatwirtschaft vorzuhalten, was sie machen soll. Ich würde auch eher sagen, da braucht es politische Maßnahmen. Ja? Also da braucht es politische Lösungen und rechtlich verbindende Lösungen für Menschen, die fliehen. Und das schadet nichts, wenn die Privatwirtschaft sich da einsetzen will. Aber das ist ja natürlich auch ein sehr großer Begriff. Aber natürlich ist auch die Wirtschaft insgesamt, würde ich sagen, in der Verantwortung umzusteuern. Ja? Und das machen die aber nicht freiwillig. Da müssen wir für sorgen. Also wir alle, nicht jetzt, nicht als Forscherin, sondern wir alle. Danke. Kathi bedankt sich auch für Ihre Frage, für die Antwort, genau. Und Michaela, ich möchte nochmal zurück eingehen auf den Punkt von dem rechtlichen Status von Geflüchteten. Wieso ist denn die Kategorie der Klimamigranten als solche noch weitgehend nicht anerkannt? Und würde dies nicht Politiken und Maßnahmen vereinfachen? Ja, würde es, ganz bestimmt. Also wenn wir sagen können, oder wenn Klimawandel ein Fluchtgrund wäre nach der Genfer Flüchtlingskonvention, dann wäre viel einfacher, aber es ist ja wirklich so, dass man diese einfachen Wirkungszusammenhänge gar nicht herstellen kann. Also es ist sehr schwierig zu sagen, ist diese Person wirklich nur aufgrund des Klimawandels geflohen? Wie wollen sie das denn machen? Und ich hoffe, dass wir da zu besseren Lösungen kommen, aber wir werden nicht zu der einen Definition kommen, was ist ein Klimaflüchtling, was ist Klimaflucht? Weil das einfach auch sehr komplex ist. Und es gibt auch Menschen, die sagen, wir sollten diese Genfer Konvention zum Beispiel, wo definiert ist, was ein Fluchtgrund ist oder was ein Flüchtling ist, nicht aufmachen. Ja, das kann auch gefährlich sein, solche wichtigen
Verträge sozusagen wieder aufzumachen und dann ist da vielleicht, sind da noch andere Begehrlichkeiten. Aber natürlich wäre es schön, wenn dem Thema mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden würde auf der internationalen Ebene. Dankeschön. Es wird gerade noch eine Frage getippt. Solange würde ich einfach noch eine eigene einschieben. Sie hatten vorher zu Auswirkungen von Extremwetterereignissen unter so einem Gender-Aspekt nochmal hingewiesen, dass eben dann oft Frauen eben stärker betroffen sind von Extremwetterereignissen, Katastrophen. Gibt es denn da auch Erkenntnisse, wer betroffen ist von Flucht oder wer geht und wer unter Umständen auch bleibt, wenn es beispielsweise gar nicht möglich ist, gemeinsam zu fliehen oder in, also, ne, also. Das ist ganz unterschiedlich, aber also weiß ich jetzt auch nicht konkret, aber allein die Tatsache, dass wir unter den Flüchtlingen so viele Kinder haben, zeigt ja vielleicht, dass man Kinder vorschickt. Ich weiß es tatsächlich nicht. Und das ist auch unterschiedlich in Regionen und Muster verändern sich auch mal. Also zum Beispiel arbeite ich gerade mit an einem Bericht über einen kleinen indischen Bundesstaat, Uttarakhand. Der ist am Fuße des Himalaya und die Menschen dort haben immer schon sind immer schon migriert, um sozusagen ihre Lebensgrundlagen zu diversifizieren. Aber das waren vor allem früher sozusagen, dass eben der Mann, also Männer, gegangen sind, vielleicht eine Saison lang oder 6 Monate und dann wieder nach Hause gekommen sind. Und da sieht man jetzt ein Muster, dass tatsächlich die Migration eher permanent wird und sich verschiebt und ganze Familien gehen. Und das kann zum Beispiel auch dafür sprechen, dass keine Bleibeperspektiven mehr gesehen werden. Aber das kann natürlich einfach auch sein, dass Städte aufgrund vieler anderer Sachen attraktiver sind. Ne? Aber also solche Muster verschieben sich und verändern sich tatsächlich. Und man muss einfach sehr genau hingucken. Und gerade was Geschlecht angeht, da muss man natürlich jeweils auf das Land auch gucken und schauen, wie sind da die Geschlechterverhältnisse. Und das gilt aber generell für alle gesellschaftlichen Gruppen, die strukturell benachteiligt sind. Also da gibt es viel Forschung, aber es gibt immer noch zu wenig, würde ich sagen. Aber es ist auf jeden Fall erschreckend zum Teil. Und ja, also jede Krise, und ich meine, wir befinden uns ja gerade in einer Krise, zeigt eben auch, wer verletzlicher ist. Und bei der Klimakrise wird das eben auch deutlich. Also wer weniger Ressourcen hat, ich habe ja auch über Kinder gesprochen und was das dann mit sich bringt, wenn die jahrelang keine Bildung bekommen und für den weiteren Lebensweg gar nicht in die Lage versetzt werden können, mal eigenständig für sich zu sorgen. Also da gibt es sehr viele unterschiedliche Faktoren, aber es ist auf jeden Fall was, wo man noch mehr forschen muss und wo ich auch gern noch mehr Wissen selber lernen möchte. Also eine gute Frage. Dankeschön. Sehr viele gute Fragen hier. Genau, da kommt jetzt auch wirklich gerade die letzte ist gerade eingegangen und dann können wir auch zumachen. Davor noch ein nochmal eine Bestärkung Ihres Punktes, dass eben auch die rechtliche Anerkennung eben von Geflüchteten aufgrund von Klimafolgen eben auch anerkannt werden müssen als solche, genau, also dass die Genfer Flüchtlingskonvention eben auch zu erweitern ist. Und Sarai fragt, gibt es in den betroffenen Ländern vor Ort Maßnahmen und benachteiligte Minderheiten besonders vor der Klimakrise zu schützen? Also das ist jetzt natürlich eine sehr, sehr große Frage. Da müsste man auf die Länder spezifisch gucken. Also natürlich gibt es Schutzmaßnahmen oder Anpassungsmaßnahmen. Aber wir reden ja eben oft hier von Staaten, die ohnehin nicht sehr reich sind, wo vielleicht ein Konflikt ist oder ein generell ein fragiler Kontext. Also man muss sich ja auch leisten können, dass man Menschen schützt und soziale Sicherungssysteme hat und
selbst wenn man sozusagen das Problembewusstsein hat und der Wille da ist, heißt es nicht, dass die finanziellen Möglichkeiten da sind. Aber natürlich ist es auch so, dass strukturell benachteiligte Gesellschaftsgruppen einfach auch oft nicht die Stimme haben, die sie bräuchten. Also schwierig. Vielen Dank, Frau Becker, für den Vortrag, für die vielen Antworten zu vielen, vielen verschiedenen Fragen aus ganz vielen verschiedenen Richtungen. Genau, es ist gerade noch ein Lesetipp eingegangen, wo es um Kolonialismus und Klimakrise geht. Der ist im Chat zu finden und solange der Webinarraum noch offen ist, können Sie ihn dort auch gerne aufrufen. Vielen Dank auch an Sie und euch, die ihr alle teilgenommen habt. Ich möchte euch und Sie noch kurz auf die weiteren Webinare in dieser Reihe hinweisen. Wir haben noch 4 weitere Webinare. Wir holen voraussichtlich am 17. das Webinar aus der letzten Woche nach, das technische Probleme gemacht hatte, wo es um Gold und Konflikte ging in der Sahelzone. Dann haben wir am 18. Juni, am nächsten Donnerstag, ein Webinar, wo es um die Finanzierung von Kohle- und Rüstungsprojekten geht. Und am 25. Juni eine Bilanz zur Resolution 1325, Frauen, Frieden und Sicherheit, wo wir das Gender-Thema nochmal stärker in den Vordergrund rücken möchten. Frau Becker, vielen Dank, dass Sie heute Abend dabei waren und vielleicht wollen Sie auch noch ein kleines Fazit oder ein letztes Wort loswerden. Vielen Dank, dass Sie alle dabei waren. Ja, also vielen Dank für die vielen tollen Fragen. Daran merkt man ja einfach, wie viele Faktoren da eine Rolle spielen. Ich hoffe, ich konnte Sie beantworten. Wenn nicht, Sie können mir gerne auch eine E-Mail schreiben. Ich versuche das zu beantworten. Oder wenn jetzt jemand dabei war, der sich nicht traut oder das war jetzt, ich weiß, sehr viel Information und sehr dicht und sehr schnell zusammengefasst. Wenn man nochmal einen Gedankengang hat, kontaktieren Sie mich gerne. Mechthild.becker@pick-potsdam.de. Vielen Dank für die Fragen. Also ich habe da auch einiges mitgenommen. Es ist zwar merkwürdig, in diesen Kasten zu sprechen und sie nicht zu sehen. Und ich freue mich dann, dass man auch wieder interaktiver agieren kann. Aber das ist definitiv auch gerade eine Zeit, und wo wir Möglichkeiten haben, uns zu informieren, wo viele Angebote da sind. Und ich kann nur noch mal sagen, nutzen Sie diese Zeit und informieren Sie sich. Und wir können das nur gemeinsam schaffen, was den Klimawandel betrifft. Und ich hoffe, ich konnte ein bisschen darstellen, wie komplex dieses Thema Klimamigration eben ist. Und aber es ist eben einfach auch wichtig, dass wir Lösungen finden für die Menschen, die unverschuldet in diese Situation gekommen sind. Und da dürfen Sie auch gerne an Ihre Bundestagsabgeordneten zum Beispiel appellieren. Es ist ein schwieriges Thema. Es ist ein Thema, ja, das für viel Diskussionsstoff sorgt. Aber der Klimawandel wird nicht darauf warten, bis wir Lösungen finden. Und deswegen müssen wir da einfach vorankommen. Das war's dann von mir. Vielen Dank. Ich nehme an, Sie konnten nebenher nicht den Chat mitverfolgen. Es kommt gerade unglaublich viel Dank und der Vortrag. Es hat anscheinend viele Denkanstöße mitgebracht und Ideen und und vielleicht eins möchte ich noch zitieren von Stefan, der auch beim Bund für soziale Verteidigung im Vorstand mit dabei ist. Er würde sich unter Umständen auch freuen, auch in der nächsten Jahrestagung Sie dann tatsächlich doch dabei zu haben, nachdem wir dieses Jahr unsere Jahrestagung absagen mussten. Damit Ihnen und euch allen einen schönen Abend und bis bald.